www.antennenetz.de. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow. Die gehört jetzt mir. Also eine Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist. Und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen. Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Na, jetzt schnauf doch nicht so laut. Wow. Hab ich doch gleich gesagt. Ich regel das. Au! Was ist das denn? Obst? Hä? Nein! Ich meine das da. Ah, ein Pavian. Ja, und was macht er hier, außer mich in die Nase zu kneifen? Der Kleine wurde hier gerade abgegeben und wir sollen uns um ihn kümmern. Hä? Um den kümmern? Ah, toll. Der bleibt aber da drin, oder? In der Transportkiste? Hm. Auf gar keinen Fall. Der braucht ein schönes, großes Gehege. Hm. Na, dann suchen wir mal schnell ein freies. Na du, Olli, die sind gerade alle belegt. Da muss ein neues gebaut werden. Tja, und wer soll das machen? Na, wer wohl? Ich hab's geahnt. Au! Oh. Dauert das noch lange, Olli? Schon fertig. Liebe Davina, lieber Pavian ohne Namen, den ich am liebsten den kleinen Nasenzwicker nennen möchte, man kann wohl davon ausgehen, dass sich hinter mir eines der größten von Löwenhand erschaffenen Bauwerke befindet, das die Welt je gesehen hat. In zweitägiger, anstrengender Arbeit ist das entstanden, was man mit Fug und Recht ein Gehege Meisterwerk nennen kann. Gut gemacht, Olli. Kleinigkeit. Ja, mein Süßer. Hm? Ganz ruhig. Psst, psst. Komm her, mein Schatz. Ich hol dich raus, okay? Na komm, und? Raus mit dir. Schön gemütlich hier. Hm? Und der Pavian erst. In seinem neuen Supergehege. Ja, der arme kleine Kerl. Muss ja erstmal zur Ruhe kommen. Hm? Ist ja alles ganz neu für ihn. Sag mal, Davina, sind eigentlich alle Paviane so frech? Frech, neugierig und schlau. Schlau? Ja. Schau. Ist das eine Paviansänfte?
So ähnlich. Die Paviane werden zum Toben rausgebracht. Mit dem Taxi zum Spielplatz. Are you ready? Sure. Let's go. Der Boss der Gruppe geht voraus. In einer Pavian-Gruppe bestimmen die Männchen. Aber neugierig und frech sind die alle, oder? Oh, und wie? Die müssen alles untersuchen und begutachten. Aber Pause machen die auch gerne. Nur, damit sie gleich wieder voller Energie rumsausen können. Wow! Ja, gerade sehe ich wenig, aber es ist eigentlich nicht so schlecht, wenn sie nicht an den Haaren ziehen. Aber es ist ganz süß, wirklich. Und dann machen sie aber auch schon wieder Blödsinn. No! Die sind frech, aber auch ganz schön niedlich. Ja, das finde ich auch. Du, ich bin gespannt, wie der kleine Pavian heute Nacht in seinem neuen Gehege schläft. Morgen früh weißt du's. Ja. Guten Morgen, Nasenzwicker. Wie hast du denn geschlafen? Nasenzwicker, wo steckst du denn? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Der ist tatsächlich ausgebüxt. Oh. Davina! Den finden wir doch nie. Olli, wir müssen den finden. Der Pavian ist noch viel zu klein. Der kann hier noch gar nicht alleine überleben. Und außerdem wimmelt's hier nur so vor Feinden. Aber es ist so heiß und ich kann nicht mehr. Ja, ich weiß. Sollen wir da vorne im Schatten ein bisschen Pause machen? Komm. Ich frag mich wirklich, wie der kleine Kerl aus dem Käfig ausbrechen konnte. Du, die Paviane sind zum Teil richtige Profis, was Schlösserknacken angeht. Hier hatten sie zum Beispiel mal einen, den nannten alle den großen Houdini. Houdini? Ja, das war ein ganz berühmter Zauberer. Der konnte sich aus allen Fesseln befreien und hat jedes Schloss geknackt. Aha. Und das konnte der Pavian auch? Ja. Schau her. Der Houdini ist gerade in sein neues Gehege gekommen. Und was macht er als erstes? Schauen, wie er ausbüchsen kann. Der sucht aber mal ganz schön gründlich. Ja, und er kennt alle möglichen Schlupflöcher, weil er schon so oft ausgebrochen ist. Aber durch den Zaun, das schafft er doch nie. Der Tierpfleger kennt Houdini schon ganz lange. Und er sagt, dass Houdini die Drahtverbindungen aufdrehen kann. Das hat er sich bei den Menschen abgeschaut und macht es jetzt nach. Nein, der ist doch nicht etwa schon draußen. Doch, und das hat keine 5 Minuten gedauert. Wow, das war ja ein richtiger Panzerknacker. Ja, der hat die Leute ganz schön Nerven gekostet. Ja, ein bisschen so wie unser Pavian. Ja, das stimmt. Was meinst du, sollen wir mal weitermachen? Och, gleich.
noch ein klitzekleines bisschen verschnaufen. Es ist so heiß. Ja, ja, ist gut. Hey, Davina, lass das. Aua, lass du das. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab auch nichts. Au. Aufhören. Oh. Hey, da ist er ja. Na, warte. So, das war's. Hier wäre nicht mal der große Houdini rausgekommen. Du noch Salat, Olli? Ich kann nicht mehr, Davina. Und in der Küche ist noch mehr. Ich will das jetzt eigentlich nicht alles wegwerfen. Also, die Tiere, die freuen sich über sowas. Klar, der kleine Pavian, der mag Salat. Nein! Jetzt reicht's mir aber. Dem mache ich jetzt so viele Schlösser an seine Türe, dass er die ganze Nacht damit beschäftigt ist. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, Olli. Weißt du eine bessere? Naja, irgendeinen Grund wird es ja geben, weshalb der Kleine hier immer wieder ausbricht. Vielleicht fühlt er sich ja einfach nicht so richtig wohl. In dem Super-Duper-Gehege? 2 Tage habe ich daran gebaut und der fühlt sich nicht wohl? Paviane sind einfach... Frech, neugierig, schlau. Ja, ich weiß. Ja, und eben auch anspruchsvoll. Die brauchen was zum Spielen. Irgendwas, was ihnen Spaß macht. Ach so. Du meinst, wir sollen noch was in das Gehege einbauen? Ja. Na, sag das doch gleich. In sowas bin ich doch der absolute Profi. Ich besorg gleich ein paar Sachen. Und ich such den Affen. Sieht ganz zufrieden aus, unser Mini-Houdini, oder? Und ich hab jetzt einen Bärenhunger. Na komm. Jetzt mache ich uns zur Stärkung erstmal ein schönes... Davina! Was denn? Ich hab die Tür vom Gehege nicht zugemacht. Sieht aus, als wird sich Mini-Houdini jetzt wirklich wohlfühlen, Tatsache, der hat überhaupt keine Lust mehr auszubrechen. Bis später, Mini-Houdini, und schön brav bleiben, Au, doch, oh. Ich glaube, wir nennen ihn doch Nasenzwicker. Du! Komm, Olli. Ich glaube, jetzt können wir in Ruhe essen. Ja.